Hallo meine Lieben, ich wollte euch ja eigentlich letzten Sonntag schon ein neues Video machen, aber ich habe es kräftemäßig einfach nicht geschafft, noch nicht geschafft nach dem Krankenhaus. Aber jetzt geht es jeden Tag besser und deswegen mache ich auch wieder ein Video für euch. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Status Quo-Video, wo ich euch mal ein bisschen erzähle, was bei mir so in der letzten Zeit los war. Aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das wird ein Video für die Anfänger und zwar geht es um Naturnagelvorbereitung, Riffelvorbereitung mit dem Fräser. Das ist schon mehrmals gewünscht worden und jetzt zeige ich euch das mal. Vier Nägel habe ich schon vorbereitet und der fünfte, den mache ich jetzt mit euch zusammen. Wie ihr seht, haben meine Nägel es bitter nötig. Also die sind, glaube ich, 6 Wochen oder so drauf. Und werden dementsprechend auch schon angeliftet, waren hier, also der war total angeliftet, ich glaube dieser hier auch. Aber egal, ich zeige es euch nestotrotz mit erschwerten Bedingungen. Ich fange an mit Händedesinfektion, habe ich jetzt schon gemacht. Ich mache es hier trotzdem nochmal für euch. Ganz wichtig, Hände desinfizieren. Dann nehme ich meinen Pro-Pusher und schiebe meinen Nagelwall zurück. Mehr mache ich damit eigentlich nicht, weil ich mache das Ganze ja mit dem Fräser. Deswegen schiebe ich hier wirklich nur den Nagelwall zurück und kratze die unsichtbare Nagelhaut so ein bisschen an. Jetzt nehme ich mir meine grobe Knospe, grobe, Entschuldigung, mittlere Knospe. Das sind die mit dem blauen Ring. Stell meinen Tritorfräser auf Viertel vor. Nicht mehr und gehe hier ganz flach rein. Das ist das Wichtige, dass hier immer schön flach reingeht. Dann könnt ihr auch nichts oder eure Kundin euch nicht verletzen, eure Kundin nicht verletzen. So, ich entferne gründlich die Nagelhaut. Ich mache das immer vorher. Ihr könnt auch zuerst die Altmodellage abtragen und dann machen. Ich mache es immer vorher und kontrolliere dann nachher nochmal, ob da noch Schüppchen oder so über sind. So. Das gründlich gemacht habe, gehe ich hier hinten, also auf den Naturnagelübergang, mit dem hinteren Teil der Knospe sanft drüber. Dann brauche ich da nämlich gleich nichts mehr anmattieren. Jetzt nehme ich hier meinen groben Bit. Das ist ein grober Bit von StudioTech. Ich muss sagen, den habe ich schon echt lange drauf und er ist immer noch scharf. Nicht wirklich zufrieden mit. Wenn ihr der absolute Anfänger seid im Fräsen, nehmt bitte keine groben Bits. Ich habe jetzt Acrylnägel. Ich meine, ich benutze den auch für Gel, aber es würde auch mit dem mittleren Bit gehen. Fangt bitte immer mit dem mittleren an, nicht mit dem groben, weil damit könnt ihr euch echt verletzen, wenn ihr abrutscht. Ist mir am Anfang auch passiert. Und was super zum Üben ist, habe ich ehrlich gesagt auch gemacht am Anfang, sind Orangen. Ihr könnt euch eine Orange nehmen, die schälen und versuchen, die weiße Haut nicht zu verletzen. Also für die absoluten Anfänger, ne? Und da kriegt ihr dann schon mal so ein erstes Gefühl für den Fräser. Ist schon da, als wenn ihr euch in euren Nagel schneidet. Kleiner Tipp. So. Ich fange an. Stell meinen Escort-Fräser auf 20 nach und dann fange ich hier an. Ich fange mit der Spitze an, gehe hier lang. So, jetzt fräst der mittlere Teil des Bits. Immer noch der mittlere Teil. Und jetzt der hintere Teil des Bits. So, dass ich wirklich mein Bit auch voll auslaste und nicht immer nur mit einer, nicht nur mit der Spitze drüber gleite. Also wie gesagt, hier die Spitze, hier der mittlere Teil und hier der hintere Teil des Bits. So, wenn ich das soweit habe, löse ich einmal ab, um zu gucken. Und dann
gehe ich hier hinten drüber und fräse mir den Übergang. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein kleines Lifting. Da fräse ich mir so eine Art Keil rein. Ich hoffe, ihr seht das. Und schon ist das Lifting weg. Hier sind noch ein paar Pigmentreste, die nehme ich auch noch weg. So, das reicht. Jetzt möchte ich meine Nägel kürzen. Ihr seht ja, das habe ich hier schon gemacht. Das mache ich auch mit dem Fräser. Dafür stelle ich den bis auf voll, also so hoch wie es geht, den Fräser ein. Und dann gehe ich hin, gucke, wie weit will ich den kürzen. Setze dann hier an, bis zur Mitte und dann gehe ich von der anderen Seite rein und ziehe das so rüber. So. Jetzt gucke ich mal, vergleiche ich, messe ich an meinem anderen Nagel. Da muss noch ein ganz schönes Stück ab, sehe ich gerade. Wieder von hier rein und von der anderen Seite. Muss ich einmal aus meiner Perspektive hier anders schauen. So. So, das wäre es jetzt auch schon mit der Vorbereitung. Jetzt würde ich hingehen und noch mal kurz gucken, habe ich hier noch Reste an Nagelhaut, falls ja, so wie hier, entferne ich das noch mal eben. Ich kann euch auch noch mal eben zeigen, was ich mache, wenn ich so kleine Zupfel habe, also so Nagelhautfetzen. Dann nehme ich hier meinen Nipper, meine Zange, immer mit der Spitze, also nicht so, weil dann kann es sein, wenn ihr jetzt so reingeht, dass ihr euch oder eurer Kundin hier reinkneift und das ist natürlich nicht so toll. Deswegen immer mit der Spitze und dann könnt ihr diese Zuppel abzuppeln. ich versuche immer nicht zu viel wegzunehmen. Also ich weiß, es gibt jetzt diesen Trend russische Maniküre, wo da alles komplett weggefräst mit drei verschiedenen Bits und abgeschnitten wird und ich halte da gar nichts von, weil so mehr ihr wegnimmt, so mehr wächst eben auch nach, ne? Und deswegen versuche ich immer so wenig wie möglich zu schneiden, wenn dann wirklich nur so kleine Fetzen wegzuzuppeln. Ja, das war's auch schon. Jetzt würde ich meinen Bonder auftragen. Säurefreien Primer meine ich damit. Und dann in diesem Fall mit Acryl weiterarbeiten oder eben mit Gel, so wie ihr eben arbeitet. Ich hoffe, das kleine Video hilft euch ein bisschen. Yalla, bye bye. Bis bald.